Hallo liebe Bastler und herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Stempeln. Mein Name ist Sabine und ich mache mit euch heute eine Fähnchenkarte. Das ist diese hier, wo man hier drei Fähnchen rausziehen kann. Und hier innen normal zum Schreiben ist. Ich mache das heute mit dem Set Sea Turtle. Dieses hier. Und ein bisschen Gestrüpp nehme ich aus Beauty of the Deep. Aber da gibt es ja viele Sets mit irgendwelchen Pflanzen oder so. Wenn ihr das nicht habt, nehmt ihr was anderes. Oder auch eine andere Schildkröte, anderes Tier. Ihr könnt da auch wie hier einen kleinen Rochen nehmen. Was immer ihr habt. Wir brauchen dazu ein Farbkarton in 21 mal 14,5, gepalst in der Mitte bei 10,4 und 10,6 habe ich das so gemacht, damit das die Falz hier hinten ein bisschen breiter wird. Da geht das besser in die Rundung rein. Also es ist dann nicht so platt gedrückt hier hinten, weil ja dann hier nachher die Schaumstoffklebestreifen reinkommen. Und dann ist das einfach ein bisschen dicker und dann ist das hier hinten gefälliger, rundet sich das dann. So, das wäre das eine. Dann brauchen wir für oben drauf den Aufleger. Der ist 14 mal 8,1, dieser hier. Und das Designerpapier ist 13,5 mal 7,5. Das kommt dann hier oben drauf. Dieses hier ist von Coco Rosa. Das ist einfach ein Meeresdesign. Nehmt ihr, was ihr habt. Dann brauchen wir hier für innen dann auf die zur Abdeckung der Schaumstoffklebestreifen nochmal einen Abdecker. Der ist 14,4 mal 10,3. Und dann hier innen noch zum Schreiben 14 mal 10. Dann brauchen wir noch einen Haufen kleinerer. Dieses brauchen wir dreimal in 8,5 mal 2,8. Ja, 8,5 mal 2,8. Dieses dreimal in 8,5 mal 2,4. Dann brauchen wir drei so kleine. 3 mal 3,2 mal 1 cm und dann das Ganze in farbig nochmal 2,8 mal 1 cm. Das wäre, glaube ich, erstmal das, was wir brauchen. Dann noch ein bisschen Reste für hier oben drauf. Da habe ich dieses Mal hier die Schildkröten genommen aus Sea Turtle. Hier ist es. Diese hier, die kleinen, und habe das mit Markern angemalt, das Stempelkissen, und dann so den Stempel angemalt und dann so abgestempelt. Ich zeige euch jetzt dann gleich, wie das geht. Legen wir das erstmal alles beiseite und dann können wir loslegen. Ich habe jetzt hier so ein Reststück Grundweiß genommen und ein paar Marker so in verschiedenen Farben. Und werde dann jetzt einfach hier so ein bisschen das einfärben. Einfach irgendwie so ein bisschen kreuz und quer durcheinander. Jetzt habe ich das überall ein bisschen eingefärbt. Und dann stemple ich das einfach ab. Und dann hat man so ein bunt gemischtes Abbild. Farben könnt ihr natürlich wählen, wie ihr wollt. Ich habe, wie gesagt, hier ja schon ein paar Mal gemacht in verschiedenen Farben. Das Einzige, was man nicht so gut sieht, ist Gelb. Ich weiß auch nicht, warum das nicht so ganz gut rauskommt, aber Schildkröten passen ja, diese Blau-Grüntöne passt ja auch. So, und das wäre mal das. Dann können wir jetzt mit der Karte anfangen.
So, als erstes ziehen wir uns hier bei 2 cm eine Hilfslinie, also hier 2 cm vom Rand weg. Wir dann nachher wieder wegradieren. So, und dann von oben 1,5 cm. Und da machen wir jetzt einen 3 cm langen Schnitt nachher von hier bis hier. Dann kommen dazwischen wieder 1,2 cm Abstand. Und dann ab da wieder einen 3 cm langen Schnitt. Dann wieder 1,2 cm Abstand. Und wieder einen 3 cm langen Schnitt. So, das machen wir einfach mit dem Skalpell. Brauche ich jetzt eine Unterlage. Ich mache das jetzt hier am äußersten Rand auf meiner Schneidematte. Seht ihr dann auch noch so in etwa. Von der Markierung hier bis zu dieser Markierung, die 3 cm, dann die nächsten 3 cm und die nächsten 3 cm. So, und damit das ein bisschen nachher besser durchzuschieben ist, mache ich nebendran noch mal einen ganz kleinen nebendran einen parallelen Schnitt. So, auch wieder von hier bis hier, von hier bis hier und von hier bis hier. So, dann kann man hier den Steg raustrennen. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Schneidebrett probieren. Das zu schneiden. Ein bisschen nachschneiden. So haben wir dann 3 Schlitze. Und da radieren wir jetzt einfach die Markierungen weg. Und da kommen dann nachher die Fähnchen durch. Da können wir jetzt schon mal hier die Grundweißaufkleber aufkleben auf die Fähnchen. Und zwar habe ich die mittlerweile schon gestempelt. Aus verschiedenen Sets habe ich mir verschiedene Sachen zusammengesucht und die kleben wir jetzt hier so drauf. So, das sind dann schon mal die 3 Fähnchen. Vielleicht kleben wir jetzt zuerst hier vorne das drauf, weil es geht jetzt noch besser, bevor zu viel hier hinten dran ist, zu dick. Da können wir das jetzt noch besser machen und einfach den Aufleger hier auf die Vorderseite aufkleben. Dabei möglichst dicht an die Schlitze, aber so, dass man natürlich noch reinkommt mit den Fähnchen.
glaube ich, passt das ganz gut. Dann kommt das Designerpapier oben drüber. Und jetzt kommen hier meine Deko-Sachen noch drauf. Den wollte ich hier so festkleben. Und zwar klebe ich den hier unten schon fest, aber weiter oben lasse ich ein bisschen frei, damit das nicht so angepappt aussieht, damit er sich noch so ein bisschen bewegen kann, dieses Seegras. Die mache ich jetzt alle mit Dimensionals drauf. So, das kleben wir mit Dimensionals auf. Das setze ich hier unten hin und die verteile ich hier so. Kann auch ein bisschen unten drunter. So. Und dieser hier kommt hier so ein bisschen unter das Gras. So, das ist schon mal die Vorderseite. Jetzt habe ich gerade noch beschlossen, dass ich hier noch den restlichen Streifen hinmache, der noch übrig ist. Der passt genau dahin, also ist ein bisschen lang, aber ansonsten passt er genau dahin. Deswegen glaube ich, mache ich das noch unten drunter. So, abgeschnitten ist es. So, jetzt können wir hier die hier außen schon mal die farbigen kleinen Stege aufkleben. Jetzt können wir dann mal probieren, ob das gut durchpasst. Ja, das geht schon mal. Das geht auch. Und das geht auch. Da können wir dann schon mal die weißen aufkleben, die so ein bisschen länger sind als der Streifen. Das sind dann die Stopper, damit das dann nachher bei den Schaumstoffklebestreifen dann nicht vorne rauskommt, also dass das hier, wenn man dann hier zieht, hier auch an dem Spalt dann einfach eine Bremse hat. Wenn das dann zusammengebaut ist, dann wollen wir die Fähnchen ja nicht rausziehen, weil die kriegen wir dann vielleicht auch nicht mehr gescheit rein, und es sollte ja auch so, dass man weiß, wie weit man ziehen kann. Vielleicht mal ein bisschen feststreichen, dass das auf jeden Fall gut klebt. Na, da hängt was. So. Oh, doch, es hält.
Die dann jetzt mal rein, die gehen dann bis dahin. Dieser farbige Streifen ist dazu da, dass das eben nicht zu weit hier reingeht, dass das da auch wieder ein bisschen gestoppt wird. Aber da kommt ja auch noch ein Bändchen dran zum Ziehen. Das verhindert das natürlich dann auch. Und dann legen wir uns die möglichst gerade hin. Da kommen dann jetzt die Schaumstoffklebestreifen drumherum. Das ist noch einer. Natürlich so zum Abstand, dass das hier hinten noch sich bewegen kann ein bisschen. Bisschen Abstand halten vom Rand, damit das nachher nicht so rausguckt. Und so ein bisschen Abstand soll das sein, also nicht ganz bis zum Rand kleben. Sonst sieht man das zu sehr. So, ich denke, das dürfte reichen. Mal die Schutzfolie abziehen. Jetzt kommt dieses Teil hier und das ist bewusst nur ein bisschen kleiner als die Grundkarte, damit das wirklich schön hier abdeckt. Jetzt kommt hier noch die Ziehbändchen rein und hier innen noch der Aufleger zum Schreiben. Ich stempel jetzt noch ein bisschen in die Ecken, noch mal ein bisschen die Schildkröten rein. So, und dann kommt der Aufleger hier innen rein. Und zwar mache ich das mit Abreißklebeband. Nur ein kleines bisschen ablösen. Und dann positionieren. Wenn ich nur so ein bisschen ablöse, kann ich das noch ein bisschen dirigieren, weil sonst, wenn es dann mal klebt, da kriegt man es meistens gar nicht mehr weg. Und so kann man doch noch ein bisschen schauen, dass es gerade ist. Und dann einfach rausziehen, wenn es richtig sitzt. Feststreichen. So, jetzt fehlen noch die Fähnchen. Dann nehme ich hier meinen Locher und mache einfach hier ein Loch rein. So. Und dann ich noch ein Bändchen rein. So, und da mache ich dann
ein ganz kleines bisschen Tombow hin. Und schieb das hier drüber, weil diese Bändchen, die tendieren immer dazu aufzugehen. Und so ist es ein bisschen fixiert. Und dann noch abschneiden. Und damit wäre die Karte auch fertig. Noch mal ein bisschen. So ein bisschen nachstreichen. Das ist die Karte. Das war die andere mit dem Designerpapier. Ich glaube, das sieht schöner aus, wenn man hier auch noch ein bisschen einen Streifen drunter macht hier. Und so sieht es dann aus, wenn man die Fähnchen rauszieht. Und Platz zum Schreiben ist auch genug. Das war das Projekt für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr bastelt's nach und habt Spaß dabei. Und ich wünsche euch Happy Stampin'.